Weiter geht's. Wir haben in der letzten Folge diesen Supersoldaten mehr oder weniger getroffen. Und der hat uns ein bisschen Sorgen bereitet. Daniel, wüsstest du, wie wir den besiegen ohne so einen Spezialangriff? Nee, weiß ich leider nicht. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir ihnen begegnet sind. Ich glaube, ich mal kommen bestimmt. Ich glaube, das sind drei von denen. Bestimmt. Das war das letzte Mal. Drei Geschütze. Boden sieht gut aus hier. Ja, total. Diese kleinen Details. Das seht ihr wahrscheinlich in den Videos draußen gar nicht, selbst bei 1080p. Obwohl das ja ein bisschen Quatsch ist. Eigentlich läuft es ja nur in 27. Mehr geht ja. Ah, nee, doch, warte mal, ist ja die PC-Version. Ja. Da geht ja 1080. Aber ich glaube, so eine Details erkennt man nicht. Wie viel sowas aber ausmacht. YouTube hat ja inzwischen auch diese nochmal höhere Auflösung. 4K, wenn man das so hochlädt, will, ja. Aber. Ist halt schon irre, also. Da hast du dann überhaupt keinen Bildverlust. Also, ja. Ist dann wirklich 1:1. Schon irre. Gut, das wird sich halt insofern anbieten, dass man die 1080p-Videos in 4K hochlädt. Irgendwie. Aber wir wollen ja mal die Kirche im Dorf, ne? Aber der Tag wird kommen, wenn es mit GameTube so weitergeht. Da werden wir auch in 4K aufzeichnen und das dann auch so ausstrahlen. Und ihr schaut es dann auf eurem 4K-Fernseher an. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, im Jahr 4K kommt es dann. Aha, oh je. Da bin ich in die Falle gelaufen. Ein paar Jährchen sind es bis dahin noch. Ja, aber ich finde es schon krass, was so irgendwie in den letzten Jahren so passiert ist, was Auflösung und sowas angeht. Mhm. Man hat ja dann auch irgendwie so gedacht, ja, 1080 ist ja dann wohl absolut genug. Guck, da kannst du die Drohne einsperren. Mehr. Also ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern, als ich zum ersten Mal HD gesehen habe. Und das war noch, bevor ich es im Bewegtbild gesehen habe. Das ist jetzt ungefähr 10, 11 Jahre her. Da gab es dann extra auf so Webseiten Screenshots, wo man dann anschauen konnte, wie denn so ein HD-Bild aussieht. Und da konnte man sich gar nicht vorstellen, dass es dann noch quasi in Bewegung und wow und so. Und inzwischen ist es mit 4K halt so. Ich habe noch kein 4K-Bild gesehen, also noch keinen Fernseher mit 4K und so. Freue mich schon, wenn es denn mal soweit ist. Ja. Wenn es die Oculus Rift in 4K gibt, dann aber. So, wie mache ich das jetzt so? Achso, nee, warte mal. Du kannst die eine einsperren. Aber die zweite ist ja eher das Problem. Nee, die geht ja in den Raum rein, in den hinteren. Das passt schon. Ah ja. Die geht ja hier rein und dann laufe ich hier drauf so vorbei. Zack. Mach hier auf. Das geht aber. Da war gerade eine Heilbox. Wir sind aber gesund. Ganz kurz gucken, ist hier noch. Nee. Nüscht. Joa, nüscht. Boah. Edge. Ich bin vor der Memorize-Zentrale. Die unteren Etagen sind überflutet. Und wie komme ich rein, Superhirn? Habe ich jemals versagt? Es gibt einen VIP-Zugang auf dem Dach des Gebäudes. Ich habe an alles gedacht. Ich glaube, das letzte Mal versagt hat er, als er uns versprochen hat, wir würden unsere kompletten Erinnerungen wenn dein Plan so perfekt war, bekommen. Wieso also ging ja. Ich dann wegen Mord in den Knast? Schön. Ist auch ein bisschen höher gesetzt, den Eiffelturm, oder? Mhm. Das mag nasse Klamotten so als Grafikelement. Mhm. Achso, den kann ich nur in diese beiden Positionen fahren. Das kannst du da rüberspringen von irgendwo aus, von da glaube ich nicht. Ah. Container bewegen. Natürlich. So gelbe Container oder Kranteile erinnern mich immer total an die ersten Screenshots aus Unreal 2. Da hat man so ein Tal gesehen. Boah, das ist lang her. Und ich versuche mal einmal rumzuklettern, ob das geht. Nee, geht nicht. Und so ein Tal gesehen und da stand so ein Verladeroboter oder so ein Schwerlasttransporter. Ja. Das war so krass. Ich habe an Unreal 2 nur noch ganz wenige Erinnerungen. Einmal dieser komische Roboter und die Frau in dem Schiff. Und ich vergesse dich auch nicht, Memorize. Von dieser Besatzung, mit der man dann doch irgendwie so viel nicht interagieren konnte. Nee.
Dann die eigentlich doch ganz witzig waren, gerade dieser komische Außerirdische, den sie quasi als Austauschschüler... Den meine ich ja, der war in so einer Glaskuppel drin, genau, glaube ich. Hm. Aber der war voll witzig. Ja, stimmt. Weil der war so von wegen, ja, hier, nehm den mal mit, ne, den musst du nicht ernst nehmen, aber der war, glaube ich, eigentlich ganz cool. Und dann noch das Level mit das den Kisten, die Retro. Zu groß sind, wie die... Die größer waren als die Tür, durch die sie reingebracht wurden. Und der Flammenwerfer war super. Aufgehen. Hast du einen Plan B? Ich höre ihren Funk ab. Das Gebäude ist abgesperrt. Finde einen Captain Trace und klau seine Zugangscodes. Vorsicht, Schwester, er ist exzentrisch und sehr gefährlich. Okay. Wir müssen los. Wo finde ich ihn? Liegt warte, ich lege eine Aufsperre auf seine Position. Ja, genau. Flammenwerfer und Spinnen. Kleine, gelbe und rote, die man damit gut bekämpfen konnte. Und irgend so ein Level, wo man so lilafarbene Energiefelder aufstellen musste. Oh, aber dann wird's dünn. Oh, ist das Captain Trace? Das kennt man aus einem ganz frühen Screenshot, das Bild. Das meinte ich doch, genau. Diese Szene. Das war im ersten Render-Trailer drin, sowas. Sollen wir spielen? Du ergibst dich, aber ich erschieß dich trotzdem. Ed? Captain Trace? Er hat mich gefunden! Oh, jetzt aber. Fersengeld. Ich glaube, das war hier eines der ersten Gameplay-Videos, die man gesehen hat im Spiel. Oi. Cool. Das ist ja geil, gerade mit der Ratte. Bei der Szene habe ich Michi neulich zugeschaut. Der hatte damit nicht so viel Spaß. Schau, wie du dich schlägst, ja. Ah, er war auch sehr abgelenkt. Wieso? Weil ich da war. Achso. War gleich ganz nervös und so. Wie es halt immer ist. Vorführeffekt meinst du? Ja. So, Deckel zu. Und so. Sie läuft zum Haus der Großmutter. Den Korb voller Leckerei. Links. Jetzt Vorsicht. Aber die große, böse, hungrige Wolf. Jetzt. Der Jagd im Wald. Ja, auf den ersten Versuch. Mich hat ungefähr 5 gebraucht. Ihr seht, es gibt noch Leute, die noch schlechter spielen als wir. Oh, was hat der große Zähne? Und mich hier immer in Dark Souls durchgespielt. Das will ich ja auch noch machen, aber ich weiß nicht, Mann. Keine Zeit. Oh, wow, shit. Schade. Das ist übrigens das absolut Schlimmste an diesem Job. Man kommt an diese ganzen Spiele ran, teilweise schon früher. Aber du hast ums Verrecken keine... Und du siehst es auch alles. Also dir wird es ständig vor die Nase gerieben. Du hast ums Verrecken keine Zeit, das alles zu spielen. Ja. Die Leute draußen werden sich jetzt denken, was für ein schlimmer Job. Die werden denken, diese Arschlöcher. Schon. Das als Problem anzusehen. Sehen die ganze Zeit die neuesten Spiele auch weit vor Release. Kriegen sie die ganze Zeit mit den Nase kriegen, müssen nicht mal was dafür bezahlen oft. Und haben dann einfach die Zeit nicht, die alle zu spielen. Das ist echt schlimm. Luxusprobleme. First World Problems. Ja. Aber hey, wer Spieleredakteur werden will oder derartiges... Es ist nicht so schwer, Leute. Alle immer so, oh, was für ein geiler Job will ich auch machen. Ja, macht's. Es ist wirklich nicht schwer. Also nicht so schwer. Man muss schreiben können, man muss sich vernünftig ausdrücken können. Oh, schade. Man sollte Englisch können und man sollte was von Spielen verstehen. Und mehr muss man eigentlich nicht können. Oder war das jetzt doch Sterben? Ach doch, war doch Sterben. Ja. Ja, man sollte halt Spiele kennen. Das ist echt. Ja, und man sollte sich ausdrücken können. Und man sollte nicht meinen, dass man irgendwie... Man sollte nicht so voreingenommen sein. Also nicht schon mit, verdammt, vorgefertigten Meinungen an sowas rangehen. Das ist ganz gefährlich. Gerade am Anfang. Also wir schreiben ja regelmäßig Praktika aus, die im Idealfall auch zum Traineeship oder dann zu einer Festanstellung führen können. Sind froh über jeden Praktikanten oder jeden, der sich in der Zeit, in der er bei uns arbeitet,
tatsächlich als sehr talentierter, lernfähiger Mensch herausstellt. Und nicht so wie ich jetzt hier in dieser Sequenz. Und die Anzahl der Praktika-Bewerbungen, die tatsächlich in die engere Auswahl kommen, das sind sehr, sehr wenige, was nicht daran liegt, dass wir so einen extrem hohen Anspruch haben, sondern daran, dass die Bewerbungen, die eingeschickt werden, zum großen Teil einfach unfassbar schlecht sind, sowohl rechtschreiblich als auch inhaltlich. Und das könnt ihr sicher besser. Also wenn wie gesagt, da muss man echt keine Angst davor haben, dass man vielleicht da keine Chance hat. Also nee, es ist, wir wundern und freuen uns immer wieder, wenn man sagt, guck mal hier, haben wir gerade eine Bewerbung gekriegt, der Mann kann tatsächlich schreiben, der Mann weiß, wovon er spricht und der Mann hat weniger als einen Rechtschreibfehler pro DIN-A4-Seite oder weniger als zwei, sagen wir es mal so. Und schon wird er eingeladen. Ob er dann bleiben darf, ist eine andere Frage. Wie kleine, stumpfe Zähne du hast. Was soll denn dieser Text immer mit den Rotkäppchen-Quatsch oder was das ist? Jetzt rechts. Diesmal hast du es geschafft. Du siehst, jetzt konnte sie wieder auch wieder weiterspringen, als sie eigentlich könnte. Schreiben Sie bestimmt gerade böse Kommentare, dass wir diese hochdramatische Sequenz durch Bewerbungsgespräche verwässert haben, aber... Versaut. Sag's ruhig, versaut. Freut euch doch. Und bewerbt euch, wir brauchen jeden Mann, der was kann. Und auch gerne Frau. Also ja, so ja, ist nicht. Das also, ist wahr, ja. Um Gottes Willen. Man sollte übrigens nicht glauben, falls da irgendwie Frauen zu hören, dass das irgendwie sonderlich ein blödes Umfeld vielleicht wäre für Frauen... Nein, überhaupt nicht. ...da zu arbeiten. Also erstens... So bekloppte Freaks sind wir alle nicht. Also wir sind keine so wahnsinnig asozialen. Ich meine, klar, wir verbringen halt schon gerne Zeit mit so Videospielen. Naja, aber Frauen, die sich bei uns bewerben würden, ja wahrscheinlich auch. Und es ist ja inzwischen gang und gäbe. Ich musste auch immer Leute in meinem Bekanntenkreis, die immer so, du arbeitest da mit lauter so Nerds zusammen, denen muss ich immer sagen, also ich kenne im Büro, im kompletten Stockwerk vielleicht zwei Leute, die irgendeine Prüfung als Nerd... die man als Nerd bezeichnen könnte, aber auch nicht unbedingt muss. Alles andere sind sehr normale Leute. Jetzt quatschen wir hier diese ganzen geilen Verfolgungsjagden. Das ist wahr, ja. Dabei sind die echt schön gemacht. Also eben war das ein bisschen frustrierend und blöd. Das sieht aber auch verdammt gut aus. Ja. Wow. Es gibt recht wenig Menschen in dieser ganzen Welt, oder? Ja. Also man sieht immer nur die Roboter irgendwo. Aber es ist ja vom designtechnischen Aspekt auch irgendwie logisch. Die müssen nicht so doll auf irgendwelche Menschen, die hier komische Sachen machen, reagieren. Da ist wieder einer von den ganz Üblen. Jetzt musst du mal schauen, wie du den platt kriegst. Logikbombe. Jetzt fährt übrigens gerade die Polizei draußen vorbei. Nee, die Feuerwehr ist es, glaube ich. Oh, das hat aber bei ihm nicht gereicht. Nee. Und 3 Minuten Cooldown. Was nun? Was haben wir denn noch so? Das tut dir weh. Backfire. Wie kriegt man den verletzt? Das heißt, du müsstest mit dem irgendwie deinen... Ah ja, jetzt hast du noch... Die anderen Impressions. Kann ich denn. Passiert denn hier was? Sind nicht für das Sensen-DOS anfällig. Ah, okay. DOS heißen die Dinger. Oder? Nee. Das Spiel gibt einem auch dauernd Tipps, aber wie man den bezwingt, nicht. Vielleicht musst du es einfach riskieren und ihm ein paar Mal voll auf die Mütze geben und dich zwischendurch immer wieder heilen. Ach so, du meinst. Dass ich den. Ach so, dass ich den quasi nur mit Heilschlägen killen kann. Könnte sein, ja. Das wäre natürlich auch fies. Aber klar, das könnte schon sein.
logisch. Ich habe ja Schläge, die mich... Wir müssen mal, wenn wir noch mehr von den Impressions bekommen, was langsam mal Zeit wird und diese letzte Combo aufbauen können, noch eine bauen, die vielleicht schadet und heilt gleichzeitig in hohem Maß. Vor allem stark heilt am Ende. Oha. Nee, warte mal, ich will eigentlich eine Heil-Kombo. Das ist X, Y, X, ne? Nee. Ja, die war schon mal ganz gut. Nee, ist die falsche. Jetzt bist du voll, jetzt kannst du ihn auch mit der Schlagkombo oder so. Ist alles aufgeladen, oder? Ja. Hier geht's weiter. Millen, spiel nicht mit diesem Freak. Wenn er dich unvorbereitet erwischt... Ja, okay, genug gelabert, danke. Klau den Code aus diesem Spatzenhirn und geh zu Silica Keywords. Okay, ich habe eine Idee. Sei auf der Hut, Schwester. Der Kerl hat's in sich. Das war also dein großer Plan? Ewig verschnitten? Es ist vorbei, Nillen. Zeig dich. Es ist vorbei, Nillen. Die Folge nämlich auch. Oh. Am nächsten müssen wir versuchen, ihm hier das Hirn zu rauben. Du hast auch so ein schönes Panorama. Ja. Um ein Päuschen zu machen und zu verweilen. In der Zwischenzeit könnt ihr Praktika-Bewerbungen schreiben. Bis dann. Ich werde dich verschlingen!